Also ein Gesetz, das es zu erkämpfen gibt bzw. noch umzusetzen gilt, ist, dass dieser spekulative Leerstand nicht nur in Krisensituationen nicht geduldet wird, sondern auch in einer anderen Situation. Es gibt eben zu wenig günstigen Wohnraum und einer der Hauptgründe ist eben spekulativer Leerstand. Eine Situation, die es abzuschaffen gilt, ist im Grunde genommen, wie Deutschland oder auch Berlin mit informellen Praktiken umgeht, wie es unterbindet wird. Also ich meine informelle Praktiken, die eben Improvisiertheit oder aber auch Eigeninitiative implizieren, innehaben. Ein Beispiel ist zum Beispiel auch das Dongzhou Center, wo im Grunde genommen aus einer Community heraus selbst Arbeitsplätze geschaffen werden und auch eben dadurch eigentlich den Raum mitgestaltet. Also sie gestalten den Raum mit und schaffen im Grunde genommen eben diese Diversität oder die Lebendigkeit oder auch authentische Räume, die es gerade halt auch in Berlin zu schützen gilt und auch erst eben zu ermöglichen gilt.